So, da bin ich wieder. Hier ist es echt zu voll um die Day Farm. Also, wow. Deswegen, Moment, das wäre jetzt fast Verschwendung. So. Das erste Digimon hat... ...halt er will. Bei Patamon würde es um diese Quest hier gehen. Davon bräuchten wir mehrere. Ich glaube, drei oder so. Ich wollte gerade sagen, ob jetzt überhaupt die XP bekommen. Diese Relax Spikes liegen oder an den Servern. Und die Mega-Digitation zu. Was bist du geworden? Moment, zu Slapemon? Ja, Slapemon. Die Werte von Slapemon sind gar nicht so übel. Alles ungeklont, wie man sieht. HP wird gesteigert durch was? Durch mich selbst, okay. Na dann, als nächstes darf nur Logia sein Mega-Level erreichen. So. Naja, was man Mega-Level nennen kann. So, wie man sieht, hier gibt es deutlich zu voll, weil die alle hier konnte ich nicht machen. Die... ja. Die Digitation vorhanden sind. Da stehen dann schon drei andere pro Channel. Und das sind nicht wenige. Naja. Deshalb bin ich für etwas anderes. Warum ist auf dem Server-Kontinent so aus? Hier gibt es ein paar Daily Quests. Okay. So schade, dass hier hinten dieses Ethermon nicht mehr spawnt. Das ist immer alle paar Sekunden gespawnt, aber da hat man seine Level 1 so richtig schön hochleveln. Hat eine ganze Weile gedauert, aber... hey, soll. Es hat funktioniert. Ich glaube, das war hier sogar, wo es gespawnt hat. Wenn ich mich nicht komplett irre. Ja, haben wir eine Daily Quest von. Wo wir nur so einen billigen Coin für bekommen. Oder war das nicht? Ein dunkles Netzwerk. Muss ich noch mal gucken. Ist der Monochromon-Truck von an? Das wäre cool, wenn man Ethermon Writings gelaktiert und drum würde. Das hätte wirklich Stil. Nein. Bekommt man hier wirklich nur diese Sandcoins? Das Daily, das ist etwas, das wir auch vergessen können von dem Prinzip.
Eier, mal da gegen Kramer zu killen. Es gäbe zwar ist auch nicht wenig, aber da jedes Mal warten, bis das da ist, nicht sehr gut. So, damit. Oh, ups. So. Nein, hier hätte ich jetzt noch die, ja. Hier hätte ich jetzt noch die üblichen Quests. Und zwar nicht diese hier, sondern die kann ich alle wegmachen, weil wie gesagt, es bringt einfach nicht so voll. Was schade ist, ein super Levelgebiet ansonsten gewesen. Severa Monochromon Kill. Bringt uns jemand hier keine XP. Ja, okay, mit diesen liegen wir sowieso nicht, ansonsten schon. Etermann Strain, den brauchen wir eigentlich nicht mehr machen. Canyon. Smun. Den können wir ausmachen, weil. Wo soll das sein? Können nicht hinjumpen. So, wird gecancelt. Weg mit kriegen. Okay, wir nehmen es doch an und blenden es einfach nur aus, weil dieses ständige Aufgeblabber von dem Ding, das nervt einen. Wären die Maze Quests, die geben beachtlich wenig XP, wie man sieht hier. Gerade mal 923.000 für F2 bzw. 2F. Und hier, ja, dann müssen wir Vegimons dafür klatschen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Sind wir jetzt hier überhaupt richtig? Vegimon und Schokogetkomon würden gehen. Ja, dazu wären wir jetzt richtig. Die Digimon hier sind nicht gerade schwach. Also ohne den adigitiertes Digimon, also ohne die Yagra-Digitation, kann schon echt gefährlich sein. Hm. Vor allem wenn sie einem immer zulabern. So, und ich zeige euch mal, was wir damit meinen. So. Das ist ein stärker Unterschied im Vergleich zu den vorherigen. Der sehr hoch ist. Und die Dropraten sind nicht besser. Nein, nein.
So. Also ihr seht, das hier ist schon wirklich am Farmen. Also mit meinem Oryuken würde das hier jetzt sehr schnell gehen im Vergleich. Oh, Alter. 5000 gegen 13000 Damage ist eine ganze Menge. Das ist so, ja. Wie soll man das sonst noch sagen? Dann gäbe es hier noch verschiedene Wege. Für manche muss man erst Quests erfüllt haben, die eigentlich echt ekelhaft sind zu erfüllen. Also, da ich keinen Joggers-Chip habe, kann ich auch keine DNA-Digitation machen. Es würde also auch nichts bringen, wenn ich jetzt meinen Ryumon holen würde. Da ich nicht weiß, wann ich wie spielen kann und wie lange, bringt es mir auch nichts zu sagen, yo, hier, ich schnapp mir so ein... Moment. Ja, so ein Chip für 7 Tage. Ich meine, es würde gehen, aber es bringt noch nichts. Es bringt noch nichts. Nee, also das ist schon wirklich... wirklich gewaltig, was die hier einstecken. Und mein Digimon gehört mit Sicherheit nicht zu den Schwächsten. Also, AT ist, glaube ich, es geht fast nicht mehr höher. Ich meine, es ist 15er Klon von 16 möglich. Hier ist auf 6, 6 und 6. Ja, also 3x 6 und einmal fast Max. Und AT. Macht echt guten Schaden aus. Equipment ist eigentlich auch... Ich hätte eigentlich den anderen Ring holen können, aber nein, das ging ja nicht. Weil der Ring vom alten Event nicht gezählt hat, was ich echt scheiße fand. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mich genervt. Dass das nicht ging mit dem alten Miracle Ring und man sich einen neuen hätte besorgen müssen. Also das war schon schlecht. Fand ich gemein. Ich hoffe, dass sie das beim nächsten Mal nicht machen. Dass man da alle benutzen kann. Ja, wie ihr seht, wir haben bis jetzt noch immer nichts. Ich hier wieder? Nein. Ist es wirklich bei Vigimon? Und Schokogekumon, die müssten es doch eigentlich besser droppen. Wo seid ihr denn? Ja, ist ja gut. Wir quetschen uns ja durch die Lieder durch. Ja, hier ist ja die Quest dafür. Komme ich hier schon rein? Ah nein, die Quest muss ich fertig machen. Das heißt... Oh je, wir haben wieder hier
Kackfestival. Ja, die Digimon sind gefreezed, aber haut der Server, ja. Disconnect from Server. Wir sehen uns gleich wieder, hoffen wir mal. So, da sind wir wieder. Und ja, jetzt mit Digimons. Was ist denn jetzt eigentlich hier mit dem... Und verliert natürlich nichts. Mistding. Verliere endlich meine Questgegenstände, die ich benötige. Kann doch nicht so schwer sein, was zu droppen. Ja, haben wir hier das erste? Ja, hier haben wir den ersten. Das heißt, ich lege noch mal einen kurzen Stopp ein und wir sehen uns wieder, wenn ich alle 9 habe. Bis gleich. So, und weiter geht's zur Abgabe dieser Quest. Wer soll denn diese schönen EXP-Menge? Er hat Level 36 und 34. Wir geben sie unserem Agnologia. Weil wir schon 3 Apokalimon haben. Und sind noch weit entfernt. Hier haben wir die nächste Quest. Okay. Okay. Ja, ist gut. Rajman. Na, leider haben wir jetzt keine Zeit mehr, so groß weiterzumachen. Ich bin froh, dass ich diese 2 Folgen mit euch aufnehmen konnte und ihr ein bisschen was zu sehen bekommen habt und nicht nur stupid schnurstracks geradeaus hier rumrennen, Digimon klopfen und nur klopfen und klopfen und klopfen. Ich meine, das jetzt gerade mit den Bananas hat mich schon wieder eine Dreiviertelstunde gekostet. Ja. Aber immerhin, wir haben etwas vollbracht. Eine Mega-Digitation ist frei, beim nächsten Mal wird die nächste frei und so weiter und so weiter. Also dann, freut euch aufs nächste Mal. Ich wünsche euch viel Spaß. Ciao, ciao.